durchschreiten in Deutschland eine Umwälzung von unabsehbaren Ausmaßen. Die Revolution hat sich siegreich durchgesetzt. Ihre Ergebnisse werden in Deutschland einen politischen Zustand herbeiführen, in dem das Volk wieder zu Ehre, Arbeit und Brot kommt. Der Berliner Gauleiter Joseph Goebbels verbreitet Siegeszuversicht. Der Tag der erwachenden Nation, 4. März 1933. Noch sind die Nationalsozialisten nicht ganz fest im Sattel. Sie stellen zwar den Reichskanzler, aber haben noch keine Mehrheit im Reichstag. Am 5. März sind Reichstagswahlen, die letzten. In Berlin kommen die Nazis auf weniger als 35% der Stimmen. Die Hauptstadt ist ein schwieriges Pflaster für die Braunen. Diese Stadt werden wir neu gestalten. Es wird unser ganzer Ehrgeiz sein, ihr wieder ein deutsches Gesicht aufzuprägen, schreibt Goebbels. Was war so undeutsch an Berlin? Weltstadt-Flair und Dekadenz? Der politische Freisinn des Bürgertums? Die rote Hochburg? Oder Berlin die Judenstadt? Die amerikanischste Stadt Europas mit den Handelspalästen. Ein Fremdkörper im Neuen Reich? Was hatten die Nazis damit vor? Aquarelle aus der Frühzeit Hitlers. Er wäre so gerne Künstler geworden, am liebsten Architekt. Burg Utopia. Die Karlskirche in Wien. Hoftheater München. In München fand Hitler dann Paul Ludwig Trost, seinen Baumeister. Vor allen Dingen wird der vom Führer ausersehene Baumeister, unser Herr Professor Trost, sich an die Arbeit machen, um einen der Kunststadt München würdigen Entwurf für das neue Heim der deutschen Kunst zu gestalten. Danke Ihnen, meine Herren. Heil Hitler. Heil Hitler. Das war die Geburtsstunde des Hauses für deutsche Kunst. Im Atelier Professor Trosts ist das Modell entstanden, das aufgrund vieler Überlegungen und Beratungen zwischen dem Führer und dem Baumeister heranreifte. Hitler, durch Trost entdeckte ich erst, was Architektur ist. 15. Oktober 33, Grundsteinlegung zum Haus der deutschen Kunst. Dabei zerbricht der silberne Hammer, den Trost für diesen Tag entworfen hat. Diese Szene kürzt man raus. Der Stein ist gelegt! Ein böses Vorzeichen. Trost stirbt im Januar 34. Die ersten wichtigen Bauten, sagen wir ambitiösen Architekturbauten von Hitler in München sind ja eigentlich schon sehr, sehr modernistisch. Die Ästhetik von Paul Ludwig Trost war eine Mischung zwischen Abstraktion und Klassik. Es gab keinen Barock unter Hitler. Es gab ein paar Leute, ein paar Architekten, die ein bisschen barocke Details pflegten, sogar mit Talent. Aber die waren natürlich in der Minorität. Die Hauptrichtung war eine sehr, sehr asketische, stripped down, sehr, sehr vereinfachte Klassik oder reiner Modernismus. 9. November 1935. Hitler ist abergläubisch, diesmal auch keine Schere. Einweihung der Ehrentempel für die Gefallenen des Hitlerputsches von 1923 am Königsplatz in München. Nach dem Projekt von Trost, der so etwas wie einen Staatsstil schaffen wollte. Mit Säulen und Pfeilern als architektonischen Grundelementen, die den repräsentativen Bauten besondere Würde verleihen. Sie sind klassischen Vorbildern nachempfunden, aber in der Form vereinfacht. Die Pfeiler der Ehrentempel wurden 1947 gesprengt. Der Erweiterungstrakt der Reichsbank in Berlin, erbaut zwischen 1934 und 1940, sachlich und modern. In der DDR-Zeit Sitz des ZK der SED, heute Auswärtiges Amt.
An dem Wettbewerb im Februar 1933 beteiligten sich auch Mies van der Rohe und Walter Gropius. Ich habe auch ein Interview von Mies und von Gropius gehört, wo die sehr genau beschreiben, wie sie mit Goebbels mehrere Monate lang diskutierten, um das Bauhaus zu integrieren in das Neue, in das Dritte Reich. Das war nicht, dass sie flohen und sagen, sie waren ja nicht Juden. Und die Juden, die mussten tatsächlich weg, denn sonst die Intelligenten, die wussten, dass es nichts mehr für sie gab. Und Mies van der Rohe ist nicht aus Deutschland geflüchtet, weil er politisch nicht einverstanden war, sondern er war beleidigt, dass er keine Arbeit von den Nazis bekam. Denn er hat erwartet, er war damals so sehr von sich eingenommen, er dachte, er wäre tatsächlich, würde zum Regime Architekten, oder hat das gehofft, das ist ja alles beschrieben jetzt, er würde zum Regime Architekten werden. Und also es gab keine, sagen wir, metaphysische Widerspruch zwischen Modernismus und totalitärer Architektur. Der größte Bau Berlins wird das neue Reichsluftfahrtministerium, das alle zivilen und militärischen Dienststellen der Luftfahrt aufnehmen wird. 2000 Arbeitsräume, 56.000 Quadratmeter Nutzfläche. Nach dem Krieg Haus der Ministerien der DDR, heute Bundesfinanzministerium. Der wuchtige Gebäudekomplex im alten Regierungsviertel an der Wilhelmstraße wurde 1936 fertiggestellt. Bauzeit 15 Monate. Man spricht immer über die Zeit der Nazi-Herrschaft, auch der Sowjetunion, als die Zeit der Unterdrückung. Ja, eine politische Unterdrückung, eine politische Zensur fand selbstverständlich statt, gar keine Frage. Aber die dieser Zensur nicht unterworfen waren, sie sozusagen akzeptiert waren vom Staat, haben die Freiheit bekommen, die man unter den Bedingungen der kapitalistischen Wirtschaft nie bekommen kann. Ja? Sie wurden von den üblichen ökonomischen Zwängen befreit. Und sie konnten sozusagen über alle Zwänge hinausdenken. Das ist eine unglaubliche Verführung und Verlockung für jeden Künstler, aber insbesondere für einen Architekten. 1934, Baubeginn beim Reichssportfeld. Werner March hatte das Projekt bereits in den 20er Jahren entworfen. Nun erteilt ihm Hitler den Auftrag für die Olympiade 36. Eins stört ihn. Die Zwischenwände des Stadions durften auf keinen Fall verglast werden. Einen solchen modernen Kasten würde ich nie betreten, droht er. Entsprechend wird der Entwurf korrigiert durch die Hand eines anderen, Albert Speer. Das Olympiastadion. 2006 findet hier das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Der Entwurf stammt aus den 20er Jahren. Den Monumentalstil haben nicht die Nazis erfunden. Es geht immer um die Intention, die hinter Architektur und Raumbildung steht. Also was will man mit Architektur erreichen? Welche Wirkung soll sie haben? Und welche Emotion soll sie freilegen bei dem Betrachter bzw. Benutzer? Musik.
kein Mensch kann der Architektur entfliehen. Und aus diesem Grunde haben sie ja auch die Architektur und den Städtebau zu ihrem Vehikel der Propaganda gemacht. Und wer diesen Kontext leugnet oder meint, darüber hinweggehen zu können und das allein also an Formalien, ist es nun gute Architektur oder schlechte Architektur, versucht zu messen, der begreift den Zusammenhang nicht. Die Architektur als Verkörperung und Darstellung der politischen Macht. Das ist Hitlers Ziel. So sollen die Bauten des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg auch unabhängig von den perfekt inszenierten Parteitagen Allmacht und Dauer des Regimes demonstrieren. Verantwortlich für die Gesamtplanung der Anlage ist Albert Speer. In diesem Mann sieht Hitler den Nachfolger für Trost. Speer, Sie sind mein Architekt. Sie wissen, dass es immer mein Wunsch war, selbst Architekt zu werden. Ich brauche einen, der auch nach meinem Tode mit der von mir verliehenen Autorität weitermachen kann. Das Zeppelinfeld mit der Haupttribüne, flankiert von zwei Pfeilerkolonnaden im Staatsstil von Trost. Der Platz fasst bis zu 250.000 Teilnehmer. Eine Bühne für Aufmärsche und Militärmanöver. Krieg als Massenspektakel, realistisch und hautnah. Wenn man bedenkt, was später kommen wird, von fast obszöner Offenheit. Der Mann, der gerne ein offenes Auto fährt. Dies ist das erste Interview mit Speer. Und zwar nicht für die Wochenschau, sondern für das deutsche Versuchsfernsehen des Jahres 1936. Es ist ja ausgezeichnet, dass wir Sie hier treffen vor der alten Kongresshalle. Und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier draußen, nicht wahr? Ja, ja. Na und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpold Halle ist fertig, aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Ein Stück, das ahnen lässt, wie die Anlage sein wird später, ist das Zeppelinfeld, das schon etwas von der Größe der kommenden Bauten zeigt. Im Sommer 36 hat ihm Hitler die Planung für die Neugestaltung Berlins übertragen. Die Berliner Stadtverwaltung wird völlig übergangen. Die Grundidee, ein Achsenkreuz. Schnittpunkt ist der Spreebogen mit dem Reichstag. Von hier aus erstreckt sich die geplante Nord-Süd-Achse, eine Prachtstraße von 5 Kilometer Länge, gesäumt von repräsentativen Bauten. Die Ost-West-Achse, bestimmt als Paradestrecke für das Regime. Am westlichen Ende ist eine Universitätsstadt geplant mit einer riesigen wehrtechnischen Fakultät im nördlichen Grunewald. Hitler, die einzigen monumentalen Anlagen sind die Linden. Und man muss schon die Großzügigkeit der damaligen Herrscher bewundern, die diese Anlagen hingestellt haben. Berlin als Reichshauptstadt eines 65 Millionen Volkes muss städtebaulich und kulturell auf solche Höhe gebracht werden, dass es mit allen Hauptstädten der Welt konkurrieren kann. Unter den Linden ist das Eröffnungsstück der künftigen Ost-West-Achse. Für die Olympiade 36 simuliert man die Achse schon mit der Ausschmückung von Knotenpunkten. Der große Stern im Tiergarten, die Charlottenburger Brücke, das Knie heute Ernst-Reuter-Platz, der Adolf-Hitler-Platz heute Theodor-Heuss-Platz. Sie träumen von Germania, der Welthauptstadt, der Bauherr und sein Baumeister. Neuplanung Berlins, Zitat, nach den Ideen des Führers, ausgearbeitet von Speer.
Am 30. Januar 1937 wird Speer zum Generalbauinspektor für die Umgestaltung der Reichshauptstadt ernannt und direkt dem Führer unterstellt. Knotenpunkte der Nord-Süd-Achse, Halle des Volkes im Spreebogen, der Runde Platz im Tiergarten, der Südbahnhof, mit dem Südbahnhof und seinen vier Verkehrsebenen will man die New Yorker Grand Central Station übertreffen. Hier angekommen würden die Reisenden in Staunen versetzt. Von der Freitreppe aus böte sich ein atemberaubender Blick. Durch die 80 Meter hohe Öffnung des großen Bogens hindurch auf die Riesenkuppel der großen Halle in 5 Kilometern Entfernung. Zwei bauliche Superlative. Schon 1925 hat Hitler Skizzen der großen Halle und des Triumphbogens verfertigt. Das sage ich Ihnen, Speer. Diese Bauten sind das Wichtigste. Sie müssen alles daran setzen, sie noch zu meinen Lebzeiten fertigzustellen. Nur wenn ich selber noch in Ihnen gesprochen und regiert habe, bekommen Sie die Weihe, die Sie für meine Nachfolger brauchen. Die Achse sollte vor allem in einer Eisenbahnschneise gebaut werden, die ja auch schon vorher, vor Speer, geplant wurde. Martin Michlers Planstudie von 1917 für eine Nord-Süd-Achse vom Spreebogen zum Südbahnhof. Nicht unbedingt bescheidener als die der Nazis. Speer hat Hitlers Idee, Berlin mit Architektur zu besetzen, natürlich erweitert zu einem großen Plan für die gesamte Metropole. Und in dem Sinne ist er auch sehr interessant. Denn fast alle großen Städte sind jetzt zu Metropolen gewachsen. Berlin, Rom, New York, alle großen Weltstädte sind Metropolen, die aber keine metropolitanische Struktur haben. Und daran leiden alle großen Städte heute, sind an Verstopfungsproblemen, die chronisch sind. Weil diese Städte einfach nicht als Großstädte geplant werden. Entwürfe für Berlin aus den 20er Jahren. Eine Hochhausstadt von Ludwig Hilbersheimer. Das Reichshaus zwischen Siegessäule und Reichstag von Otto Kurz. Unter den Linden von Ludwig Scheurer. Utopische Visionen einer Weltstadt. Zum Beispiel Corbusier war ein sehr, sehr großer Künstler. Ist für mich überhaupt kein Zweifel. Er ist wahrscheinlich der größte Künstler des 20. Jahrhunderts. Aber die Werke, die er produziert, hatten diese Tendenz, sein Menschliches zu leider mit Erfolg zu verdrängen. Und sein großer Plan für Paris, das ist von einer derartigen, unbeschreiblichen Brutalitäten und Menschlichkeit. Nicht mal Hitler und Speer haben sowas versucht. Auch nicht in ihren neustädtischen Formulierungen. Corbusier schlägt vor, 1921, gesamte Zentrum von Paris, die Nordseite von der Seine, total zu devastieren und zu ersetzen mit Gebäuden, die über 300 Meter hoch sind. Eine komplette Abstraktion. Und zwischen diesen Monstern wären nur noch 3, 4, 10, vielleicht 15 historische Bauten übrig geblieben, die hätten so, wären so herumgelegen in diesem abstrakten Raum. Dies schenkt unseren Träumen ihre Kühnheit. Sie können verwirklicht werden, schreibt Le Corbusier 1925 in seinem Buch Städtebau. Man hat nie vermutet, dass dahinter eine Stadt steht, von dem man annehmen kann, diese Stadt ist bereit, Paris tatsächlich zu sprengen und durch Le Corbusier-Projekt zu ersetzen. Das vermutet man bei Speer, das vermutet man beim Nazi-Regime. Und ich denke, dass diese Verwicklung von Speer in die Maschinerie des Dritten Reichs ist insofern interessant, dass sie tatsächlich unsere Aufmerksamkeit schärft in Bezug auf die Projekte,
die auch, wie gesagt, wie soll man sagen, ein ungeheures Ausmaß an Gewalt voraussetzen. Ein ungeheures Ausmaß. Dieser ungeheure Ausmaß an Gewalt bleibt aber verborgen, weil sie als völlig unrealisierbar gelten. Und so denkt man darüber nach, man übersieht diese gewaltsame Komponente dieser Projekte. Bei Speer übersieht man nicht, man kann sie nicht übersehen. Wie ein Riesenmassiv über der Stadtsilhouette. Die große Halle mit der 290 Meter hohen Kuppel. Eine Versammlungsstätte für etwa 180.000 Menschen. Symbol für das Machtzentrum eines tausendjährigen Reiches. Als Hitler erfährt, dass der geplante Sowjetpalast in Moskau die Höhe von 300 Metern überschreiten soll, sagt er, was bedeutet schon ein Wolkenkratzer mehr oder weniger, etwas höher oder etwas niedriger? Die Kuppel, das unterscheidet unseren Bau von allen anderen. Ich habe darüber ironisiert, dass zum Beispiel in Moskau wurde ein riesiger Pimmel geplant für das Lenin-Denkmal, war ein riesiges männliches Glied. Und Berlin war eine riesige Brust. Das ist dann die Symbolik der christlichen Kuppel oder des Kuppelwerks überhaupt in der Welt ist ja eigentlich das Weibliche. Der Petersdom zu Rom ist Vorbild für die Kuppelhalle in Berlin, aber die wäre 17 Mal so groß gewesen. Hitler: Unsere großen Kultbauten werden die Dome in den Dimensionen lächerlich machen. Lassen Sie nur so einen kleinen Bauern in unsere große Kuppelhalle in Berlin treten. Da bleibt ihm nicht nur der Atem weg. Der Mann weiß von da an, wohin er gehört. Bei Projekten von Speer gibt es nichts Himmelstürmendes. Ja? Das sind nicht sozusagen Richtung gen Himmel gerichtet, sondern sie vielmehr geerdet. Sie suggerieren eine Herrschaft über die Erdfläche, eine Ausbreitung sozusagen in einem urbanen Lebensraum und darüber hinaus. Die Architektur, die eben sehr imperial aussieht und imperiale Wurzeln hat in der europäischen Geschichte. Der große Bogen in Berlin wäre doppelt so hoch gewesen wie der Arc de Triomphe in Paris. Und noch breiter als die Champs-Élysées sollte die große Achse werden. Hitler: Berlin wird als Welthauptstadt nur mit dem alten Ägypten, Babylon oder Rom vergleichbar sein. Was ist London, was ist Paris dagegen? Auch Mussolini möchte mithalten, durch die triumphale Umgestaltung Roms. Parade beim Staatsbesuch Hitlers in Rom, Mai 1938. Der Führer will dem Duce noch zu Lebzeiten ein Denkmal in Berlin setzen, am Ende der Ost-West-Achse. Müllverbrennungsanlage in Stuttgart-Cannstatt. Bis heute stehen hier 14 Hauptsäulen für das Mussolini-Denkmal, gefertigt aus Travertin. Bestellt und nie abgeholt. Hier wird ein Gesamtkunstwerk geschaffen und die Menschen, die dort wohnen, die Bewohner dieser Hauptstadt, eigentlich zu Ausstellungsstücken gemacht. Das spielt sicherlich auch die Rassentheorie eine große Rolle. Die Menschheit, die dort sich versammelt, muss auch äußerlich irgendwie diesem imperialen Bild entsprechen. Man kann, wenn man diese Projekte sieht, sich nur bestimmten Menschentyp vorstellen, das dort versammelt wird und diese Räume bewohnt. Und ich glaube, das ist ja das Interessante bei diesem Projekt, dass es sozusagen eine neue Menschheit mitentwirft. Erschaffung des neuen Menschen. Chefbildhauer für Germania, Arno Breker. Das Standbild für das geplante Mussolini-Denkmal, die Bereitschaft, soll an Michelangelos David erinnern. Выполняя сталинский план реконструкции Москвы, московские большевики проделали колоссальную работу.
in Moskau wird der neue Mensch geplant. Das neue Moskau, ein sowjetischer Film aus dem Jahre 1938, zeigt, wie die kommunistische Metropole nach dem Generalplan von 1935 umgebaut werden soll. Der städtebauliche Entwurf orientiert sich auf eine Zentralachse, die mitten durch den Sowjetpalast hindurchgeht. Die Architekturpläne von Stalin gingen aus einer etwas anderen Perspektive heraus. Sozusagen der Sozialismus wurde erklärt zu einem politischen Regime, bei dem alles Beste aus der ganzen Geschichte zitiert wird, aufgenommen und zusammengefügt wird. Eine versammelte Menschheit, auch eine rassisch und kulturell extrem heterogene Menschheit, ja, eine multikulturelle Menschheit, musste vereint werden und dort repräsentiert werden. Ich glaube, das ist etwas, was die Projekte von Speer nicht suggerieren. Sie suggerieren eher eine Schließung und eine Abgrenzung von allem, was nicht in dieser imperialen europäischen Tradition steht. Ja. Wenn man zum Beispiel stalinistische Architektur ansieht, da gibt es ja sehr viele Zitate auch aus, Maya-Architektur, sehr viele aus babylonischer Architektur, sehr viele aus anderen archaischen Architekturen, sehr viel aus nationalen Architekturen, wie zum Beispiel chinesische oder indische. Solche Zitate findet man bei Speer mit Sicherheit nicht. Es handelt sich um einen Versuch, eine klare Form zu finden. Ja? Hitler spricht auch in seinen Reden ständig über eine klare, übersichtliche, überzeugende, in sich geschlossene Form. Das Wort aus Stein, ein Kulturfilm der Ufer, gedreht 1939. Das Oberkommando des Heeres am Beginn der großen Achse. Die Soldatenhalle, eine Weihestätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, aber auch für die gefallenen Helden künftiger Kriege. Gegenüber ein Reichsmarschallamt für Göring. Mit dem größten Treppenhaus der Welt, in dem Göring seinen Offizieren jeweils die Parole des Jahres verkünden wollte. Das Berlin, was sich also bis in die frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, sollte zerstört werden. Das war das liberale Berlin, das war das demokratische Berlin, das war das jüdische Berlin. Und es war an keiner Stelle also ein Zweifel gelassen, dass man mit diesem Berlin überhaupt nichts anzufangen wusste. Das heißt also, auf den Trümmern sollte die Welthauptstadt Germania aufgebaut werden. Und diese Achse als Mittelpunkt der gesamten Planung war eine Achse der Gewalttätigkeit im Grunde und der Überwältigung. An der Kreuzung der Potsdamer Straße und der Nord-Süd-Achse soll der runde Platz entstehen, mit einheitlichen Fassaden. Das Haus des Fremdenverkehrs auf der Westseite. Wenn man sich die Planung für die einzelnen Blöcke ansieht, dann
werden Sie kaum wirkliche Grundrissauseinandersetzungen feststellen können. Aber 10, 15 Fassadenvariationen. Ein Architekt, ein großer, in Anführungszeichen, Architekt in diesem Zusammenhang, wurde von Speer eigens damit beauftragt, reiche Fassaden zu produzieren. Das war also der Arbeitsauftrag. Und Sie können an unzähligen Gebäuden dieser Achse feststellen, dass sie im Sinne einer Nutzung und einer Zweckbestimmung, jedenfalls also im utilitären Maßstab, überhaupt gar keine Bedeutung hatten. Sie waren wirklich allein auf die Wirkung produziert, dieser angestrebten Weltherrschaft auch eine bauliche Entsprechung zu geben. In der Mitte des Platzes eine Brunnenanlage von Arno Breker. Nicht einmal die mittlere Ebene der Verwaltung wusste von den gesamten Planungen. Die Preisgabe dieser Pläne, die ja wirklich dezidiert die Vorwegnahme der Weltherrschaft im architektonischen Sinne war, wäre natürlich auch die Preisgabe dieser geplanten aggressiven Angriffskriege. Der 14. Juni 1938 ist ein Tag von historischer Bedeutung in der Baugeschichte der Reichshauptstadt. Diese Stadt soll nun dem baulichen Chaos entrissen und endlich eine wahre Hauptstadt des Deutschen Reiches werden. Mögen Sie und wir alle noch die Vollendung dieses monumentalen Projektes erleben. Ich lege den Grundstein zum Neubau des Hauses des Fremdenverkehrs in Berlin und befehle damit zugleich der Beginn der Arbeit des Umbaus von Groß-Berlin. Kampfansage an das bauliche Chaos. Der Ordnungswahn der Nazis richtet sich gegen die organisch gewachsene historische Stadtstruktur. Alte Stadtviertel sollen weichen, werden zu sogenannten Interessengebieten der Generalbauinspektion erklärt. Berlins Magistrat hat dabei nichts zu melden. Oberbürgermeister Lippert, ein Parteigenosse, wird 1940 kaltgestellt. Abrissarbeiten im Regierungsviertel für die neue Reichskanzlei, größer und prächtiger als die alte. Ende Januar 38 hat Hitler Speer den Auftrag erteilt. Der Bau soll in 9 Monaten fertiggestellt und eingerichtet sein. Die Bauarbeiten beginnen sofort, im März. 4.500 Arbeiter sind in 2 Schichten beschäftigt, um die engen Termine einzuhalten. Schon am 2. August ist Richtfest. Die Reichskanzlei steht nicht mehr. Die Reste des Führerbunkers liegen tief in der Erde. Heute wogt hier das Delenfeld des Holocaust-Mahnmals. Am 9. Januar 1939, zum Neujahrsempfang des diplomatischen Korps, soll die Reichskanzlei fertig sein. Noch am 7. Januar, als der Bauherr zur Abnahme kommt, wird gewerkelt. Die Reichskanzlei ist ein sehr interessantes Werk, wo Speer zum ersten Mal versucht, aus dem Modernismus, den er ja noch sehr stark von Tessenow
Schulung her hatte, zu einer mehr dekorativen Architektur überzugehen, die sehr stark schon Teile der Klassik hat, aber auch noch sehr stark in den Interieurs von Art Deco, sehr stark Paris 1925, also von der großen Art Deco-Ausstellung influenziert war. Der Ehrenhof mit Skulpturen von Arno Breker. Der Mosaiksaal, die große repräsentative Halle zur Einstimmung von Besuchern und Gästen. Aus dem Mosaiksaal führt der Weg in den runden Saal von 14 Metern Durchmesser. Der Sitzungssaal für das Reichskabinett. Die Marmorgalerie, 146 Meter lang. Hitlers Arbeitszimmer. Das alte, das schon Bismarck benutzte, hatte 60 Quadratmeter, das neue nun 390. Bald empfindet Hitler auch diesen Raum als zu klein, verlangt etwas Neues, noch Größeres. Diesmal endgültig, mit einem Arbeitssaal von 960 Quadratmetern. Fertigzustellen bis 1950. Wenn man von Maßstabslosigkeit redet, wenn man das im Detail sieht, wie sehr das in Maßstab dieses Viertels eingeplant war. Und es war zwar im Horizontalen, war sehr groß, war ein Riesenbau, aber es war vier Geschosse und eigentlich sehr, sehr gut eingepasst in den Maßstab der Friedrichstadt. Die Reichskanzlei im neoklassizistischen Stil. Mit 421 Metern Fassadenfront zur Wilhelmstraße und Vossstraße. Die Abfertigungshalle des Großflughafens Tempelhof, der 1935 als Weltflughafen entworfen wurde. Eine funktionalistische Architektur, eine asketisch reduzierte Klassik. Großzügig, aber nicht überdimensional. So kann man sich auch die Raumgestaltung weiterer Bauten an der Nord-Süd-Achse vorstellen. ...1938 beginnen die Arbeiten an der Ost-West-Achse. Die Siegessäule vor dem Reichstag wird abgebaut, um eine Trommel aufgestockt und auf die Ost-West-Achse umgesetzt. Das Charlottenburger Tor hat man auseinandergerückt. Am Vorabend des Geburtstages übergibt der Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, Professor Speer, dem Führer die fertiggestellte Ost-West-Achse. Einweihung der Ost-West-Achse zu Hitlers 50. Geburtstag im April 39. Es ist die bislang größte Parade der Wehrmacht. Hitler? Warum immer das Größte?
Ich tue es, um dem einzelnen Deutschen wieder das Selbstbewusstsein zurückzugeben, um auf 100 Gebieten dem Einzelnen zu sagen, wir sind gar nicht unterlegen, sondern im Gegenteil, wir sind jedem anderen Volk absolut ebenbürtig. Eigentlich hat Hitler jetzt nur noch eines im Sinn, den Krieg. Im Frühsommer 39 entscheidet er sich für eine Änderung der Kuppelkrönung der Großen Halle. Jetzt soll der Adler nicht mehr über dem Hakenkreuz stehen, jetzt soll er die Welt beherrschen. La Madeleine. Der Führer trifft zu früher Morgenstunde überraschend in Paris ein und besichtigt bei seiner Fahrt durch die Stadt auch dieses Bauwerk. »23. Juni 1940, nach der Niederwerfung Frankreichs. Place de la Concorde. Der Eroberer als Tourist. Es war der Traum meines Lebens, Paris sehen zu dürfen. Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass er sich heute erfüllt hat. Drei Stunden Paris, das er nur aus den Büchern kannte. Der erste und letzte Besuch. Noch am gleichen Abend sagt Hitler zu Speer, bereiten Sie einen Erlass vor, in dem ich die volle Wiederaufnahme der Bauten in Berlin anordne. War Paris nicht schön? Aber Berlin muss viel schöner werden. Ich habe mir früher oft überlegt, ob man Paris nicht zerstören müsse. Aber wenn wir in Berlin fertig sind, wird Paris nur noch ein Schatten sein. Warum sollen wir es zerstören? Hitler am Trocadero. Dieses Bild geht um die Welt. Zu seiner Rechten Speer, zur Linken der Bildhauer Breker. Die wegen des Krieges eingestellten Bauarbeiten in Berlin werden wieder aufgenommen. An der Kolonnenbrücke, nicht weit von dort, wo einmal der große Triumphbogen stehen sollte, liegt heute ein Betonklotz. Der 14 Meter hohe Schwerbelastungskörper wurde im April 41 aufgestellt als Probe für die Tragfähigkeit des märkischen Sandbodens. Hätte der hier doch enormes Gewicht auszuhalten. Der geplante große Bogen sollte 170 Meter breit, 110 Meter tief und 117 Meter hoch sein. Im Herbst 41 malt Hitler die Zeiten nach dem Krieg aus. Einmal im Jahr wird dann ein Trupp Kirgisen durch die Reichshauptstadt geführt, um ihre Vorstellungswelt mit der Gewalt und Größe unserer steinernen Denkmale zu erfüllen. Vor der großen Halle war ein riesiges Karree geplant, in das die Nord-Süd-Achse münden sollte. An der Westseite die Residenz Hitlers, das Führerpalais. An der Südseite, links von der Achse, die Reichskanzlei sowie Parteikanzlei. Rechts davon das Oberkommando der Wehrmacht. Wo das Führerpalais gebaut werden sollte, steht heute das Bundeskanzleramt. Und wo die Nord-Süd-Achse beginnen sollte, das sowjetische Ehrenmal. Trotz des Krieges werden die großen Bauvorhaben zur Neugestaltung der Reichshauptstadt terminmäßig weiter durchgeführt. Auf den Baustellen werden auch Fremdarbeiter eingesetzt, die man zunächst als Freiwillige angeworben hatte. Später in der Kriegszeit kommen Scharen von Zwangsarbeitern hinzu. Terminplan von der großen Achse. Ein Jahr, 6 Monate, 3 Monate. Ich werde noch während des Krieges mit dem Bauen beginnen.
Durch den Krieg lasse ich mich nicht abhalten, meine Pläne zu verwirklichen, sagt Hitler im November 41. Außerhalb Europa rollt das Material. Granit aus Schweden und Norwegen. Kalkstein aus Frankreich, Travertin vom italienischen Bundesgenossen. An der Westseite des runden Platzes geht das Haus des Fremdenverkehrs seiner Fertigstellung entgegen. Der Rohbau übersteht den Krieg. Mitte der 60er Jahre reißt man ihn ab. An dieser Stelle steht heute die neue Nationalgalerie. Architekt Mies van der Rohe. Hier im alten Diplomatenviertel wurde am meisten abgerissen für Germania. Die Abrissmieter brauchten Ersatzquartiere. Speer ließ sogenannte Judenwohnungen konfiszieren. Stadtteile wurden zu judenreinen Gebieten erklärt. Der Steinbruch des Konzentrationslagers Flossenbürg, errichtet wegen der Nähe zu Granitvorkommen in der Oberpfalz. Alles für Germania. Im Februar 42 wird Speer Rüstungsminister und dient seinem Herrn bis zum bitteren Ende. Er muss alles gewusst haben. Trotzdem konnte er im Nürnberger Prozess seinen Kopf retten. Der war sehr großer, sehr gut aussehender Mensch und wirkte auch sehr sympathisch. Und es war absolut für mich undenkbar, dass der Speer war, den man so aus der Geschichte kennt. Und eigentlich zeigt das die unwahrscheinliche Ambiguität des menschlichen Charakters, des Engels und des Teufels in einer Person. Und ich habe gesagt, ich glaube seine Geschichte nicht, die er erzählt in seinen Memoiren. Ich kann verstehen, warum er das sagt, aber ich glaube es nicht. Es ist einfach nicht möglich, dass jemand in seiner Position nicht wusste, was in Auschwitz passierte. Und er schaute mich an und es war ein Moment, wo nichts passierte. Und dann gingen wir auf die nächste. Aber ich wollte es auf jeden Fall sagen, dass ich hier nicht komme, um Kind zu spielen. Und wenn man nicht wüsste, was da passiert wäre. Luftschutzbunker bauen, Bombenschäden reparieren. Das sind jetzt die wichtigsten Aufgaben der Generalbauinspektion. Germania tritt langsam in den Hintergrund, wird Anfang März 43 ganz eingestellt. Und doch plant man schon weiter im Arbeitsstab Speer. Während die deutschen Städte in Schutt und Asche sinken, denkt man bereits an den Wiederaufbau im großen Stil. Es geht um die Visionen der neuen Stadt. Das Alte muss nicht mehr abgerissen werden. Der Krieg bombt die Flächen frei für das Neue. Berlin 1945. Die Reichshauptstadt liegt in Trümmern. Und auch Germania. Aber für den Untergang hatte Speer eine eigene Theorie. Die Verwendung besonderer Materialien sowie spezielle statische Überlegungen sollten Bauten ermöglichen, die im Verfallszustand nach Hunderten oder Tausenden von Jahren den römischen Vorbildern gleichen würden. Hitler stimmte diesem Ruinengesetz zu. Dass es schon so bald auf die Probe gestellt würde, ahnte wohl keiner von beiden. Musik.
Die Reichskanzlei wurde abgetragen. Mit den Marmor- und Granitplatten bauten die Russen ihre Ehrenmale in Treptow und im Tiergarten. Es ist viel geblieben von Hitlers Hauptstadtplanung. Und die Berliner leben damit. Speers Straßenlaternen bescheinen die Bismarckstraße, die ehemalige Ost-West-Achse.